Wie aber konnte diese Idee Andersons von der Gleichheit aller Religionen in solchem Ausmaß in die katholische Kirche eindringen? Ist es reiner Zufall oder ist es mehr? Jahrhundertelang waren es einzig und allein die Päpste, die die Freimaurerei öffentlich verurteilt, ihre Ideen missbilligt und die Anhänger exkommuniziert hatten. Die Antwort geben die Geheimgesellschaften selbst. Der Papst, welcher es auch sei, wird nie zu den Geheimgesellschaften kommen. Es ist Sache der Geheimgesellschaften, den ersten Schritt auf die Kirche hin zu tun, mit dem Ziel, sie alle beide, Papst und Kirche, zu besiegen. Diese Sätze gehören zu den wenigen Dokumenten der Loge, die bis heute an die Öffentlichkeit gelangt sind. Ihr Verfasser ist unbekannt, gesichert ist ihre Herkunft. Carbonari, Hochgradmaurerei, Italien. Die Dokumente tragen den bezeichnenden Namen Alta Vendita, erhabene Rache. Heißt darin weiter. Was wir verlangen, was wir suchen und erwarten müssen, wie die Juden den Messias erwarten, ist ein Papst nach unseren Bedürfnissen. Damit rücken wir sicherer zum Angriff auf die Kirche vor als mit den Pamphleten unserer französischen Brüder oder selbst mit dem Gold Englands. Die Arbeit, die wir uns machen wollen, ist nicht das Werk eines Tages, noch eines Monats, noch eines Jahres. Sie kann mehrere Jahre dauern, vielleicht ein Jahrhundert, aber in unseren Reihen fällt der Soldat und der Kampf geht weiter. Mit erschreckender Genauigkeit sagt das Dokument voraus, dass niemand aus dem Klerus, seines Prälaten, Priester oder Bischöfe, dem Einbruch der Ideen der Freimaurerei in die katholische Kirche Widerstand leisten wird. Die Maurerei will ganze Arbeit leisten. Sorgt, dass der Klerus unter eurer Fahne marschiert und dabei immer noch glaubt, er marschiere unter dem Banner der apostolischen Schlüssel. Ihr wollt die letzte Spur der Tyrannen und Unterdrücker verschwinden lassen? Spannt eure Netze aus, wie Simon bei Jona. Spannt sie aus auf dem Boden der Sakristeien, der Seminare und Klöster. Ihr werdet Freunde um den apostolischen Stuhl gruppieren. Ihr werdet eine Revolution in Tiara und Korok in eurem Netz haben, die mit dem Kreuz und der Kirchenfahne marschiert. In der Tat findet sich im Klerus niemand, der den eindeutigen Bruch mit der Tradition feststellt, mit einer einzigen Ausnahme. Ein einfacher Bischof aus Nordfrankreich widersteht dem Papst. Sein Name ist Marcel Lefebvre. Zum Religionstreffen von Assisi warnt er als einziger von über 2000 Würdenträgern. Heiliger Vater, geruhen Sie nicht öffentlich und in schwerwiegender Weise gegen das erste Gebot Gottes zu verstoßen. Das Heil ihrer Seele ist in Gefahr. Predigen Sie Jesus Christus, wie die Apostel, die dies selbst um den Preis ihres Lebens getan haben. Wenn der Glaube an die Kirche als einzige Arche des Heiles verschwindet, verschwindet die Kirche selbst. Bereits am Konzil ist es Lefebvre, der erkennt, unter welchen Umständen es zur Abfassung der entscheidenden Konzilstexte kam. Freimaurer, was wollt ihr? Was verlangt ihr von uns? Das war die Frage, die Kardinal Beer vor dem Beginn des Konzils dem Benai Brit stellte. Die Zusammenkunft wurde von allen Zeitungen von New York, wo sie stattfand, gemeldet. Und die Freimaurer teilten mit, was sie verlangten: die Religionsfreiheit. Das heißt, alle Religionen auf die gleiche Stufe gestellt. Die Kirche darf nicht mehr die einzig wahre Religion, der einzige Heilsweg, die einzige vom Staat zugelassene Religion sein. Erklärt die Religionsfreiheit. Sie haben sie bekommen. Das war Dignitatis Humanae. Wer war Erzbischof Lefebvre? Geboren am 29. November 1905 in Tourcoing, Nordfrankreich. Priester war er am 21. September 1929. 1947 zum Bischof geweiht, wird der apostolische Delegierte für das französisch sprechende Afrika. 1970 gründet er die Priesterbruderschaft St. Pius X. 1991 stirbt Lefebvre in Ecône im Wallis in der Schweiz. Die Priesterbruderschaft, sein Werk, ist heute weltweit in über 50 Ländern tätig. Circa 400 Priester gehören ihr an und 4 Bischöfe. Seit 1993 hat die Priesterbruderschaft St. Pius X. ihren Hauptsitz hier in Menzingen in der Schweiz, südlich von Zürich.
Bischof Bernhard Völle führt als Generalobre das Werk weiter. Er ist einer der vier Bischöfe, die von Erzbischof Lefebvre 1988 in Econ die Bischofsweihe erhalten haben. Von Rom wurde er dafür exkommuniziert. Vielleicht, weil er ebenso wie der Gründer es wagt, den Weg, den die Kirche seit dem Zweiten Vatikanum geht, als das aufzudecken, was er ist. Man kann es nicht direkt beweisen, aber ich glaube schon, dass diese Akten, diese Taten zu einem Plan gehören. Ein Plan, der ziemlich früh, mindestens Anfang dieses Jahrhunderts, wenn nicht ein bisschen früher, gemacht worden ist, und nämlich der Errichtung einer Weltregierung mit einer Weltreligion. Und das gehört sicher zu der Vorbereitung dieser Superreligion. Es ist schlicht und einfach nicht mit der katholischen Religion und deren Haltung zu vereinbaren. Das Treffen der Religionen vor dem Petersplatz in Rom am 28. Oktober 1999 stellt einen Höhepunkt dar. Einen Höhepunkt für den Geist der Loge, für den Triumph an dem Ort, von dem aus die Freimaurerei einst verurteilt worden war. Yves Marcellin, Freimaurer des schottischen Ritus, schreibt in seinem Buch: Der Ökumenismus aus der Sicht eines traditionsbewussten Freimaurers. Die Katholiken sollten nicht vergessen, dass alle Wege zu Gott führen, und sie werden zugeben müssen, dass diese mutige Idee der Freidenkerei, hervorgegangen aus unseren Freimaurerlogen, sich herrlich über die Kuppel von St. Peter ausgebreitet hat. Kardinal Etchegaray drückt dies gleich zu Beginn des Treffens aus. Diese Versammlung ist weit mehr als ein einfaches Heben des Vorhanges in Bezug auf das Programm des Jubeljahres. Es stellt den ersten Akt dar, der die Kirche auffordert, den Sinn ihrer Gegenwart und Aufgabe zu vertiefen im Schoß der menschlichen Karawane. Der Karawane, in der die Pluralität der Religionen als Realität, ja noch mehr als ein Geheimnis gegeben ist. Das göttliche Geheimnis der Geschichte des Heiles der Menschheit. Le mystère divin de l'histoire du salut de l'humanité. Die Worte des Kardinals sind nichts anderes als eine frei gewählte Formulierung jenes Kernsatzes der Konstitutionen von Andersen aus dem Jahre 1717. Es wird jetzt für zweckmäßiger gehalten, jedem seine eigenen Ansichten zu lassen, was auch immer seine Denomination oder sein Bekenntnis sei. Gemeinsam sind sie versammelt, alle in ihren Insignien, auf dem gleichen Podest, auf gleicher Ebene, Indianer, Hindus, Dalai Lama. Jeder unbefangene Beobachter wird von diesem Treffen eines mit nach Hause nehmen: Alle Wege führen zu Gott. Plangemäß wird auch der Papst in die wartende Menge eingefahren. Was ist die Rolle dieses Mannes? Ist es nur eine Hommage an den Gastgeber? Oder spielt der Papst, der einstmals erbittertste Feind in den Händen der Loge, eine neue Rolle? Diese Frage wird sich bald mit aller Klarheit beantworten lassen. Zuvor jedoch wird vor den Augen der versammelten Menge eine weitere Idee der Loge in Szene gesetzt. Sie findet sich ebenfalls wortwörtlich in den Konstitutionen Andersons. Es wird jetzt für zweckmäßiger gehalten, die Maurer nur der Religion zu verpflichten, in der alle Menschen übereinstimmen.